Transparenz ist derzeit ein großes Thema in der Finanzbranche und natürlich auch hier auf dem MiFID-Kongress in Stuttgart. Dr. Hartmut Knüppel, der geschäftsführende Vorstand des DDV, ist natürlich auch hier in Stuttgart vor Ort. Und wir sprechen heute mal über den sogenannten Fairness-Kodex, denn der DDV hat etwas Neues an den Markt gebracht. Warum die Initiative und was steckt da genau dahinter? Ja, zunächst einmal ist der faire Umgang mit den Anlegern natürlich ein zentrales Anliegen der Zertifikate-Emittenten. Und wir haben deswegen auch bewusst diesen Namen, diesen neuen Kodex, auch Fairness-Kodex genannt. Und dabei steht der Transparenzgedanke ganz im Vordergrund. Während wir bisher sehr viel gemacht haben mit Blick auf die Produkttransparenz, steht jetzt bei dem neuen Fairness-Kodex die Kostentransparenz im Mittelpunkt. Wer hat sich der Initiative angeschlossen? Diese Initiative betrifft alle Zertifikate-Emittenten in Deutschland, die Mitglied des DDV sind. Also alle 17 Mitglieder des Deutschen Derivateverbands haben diesen Kodex verabschiedet vor wenigen Wochen, und zwar einstimmig, so dass dieser Kodex für die gesamte deutsche Zertifikatebranche, also zumindest die, wir vertreten etwa 95% des gesamten Marktvolumens, Gültigkeit hat und damit bindend ist für die deutsche Zertifikatebranche, und davon hat auch der Anleger unmittelbar etwas davon. Und welche Informationen werden denn jetzt genau veröffentlicht? Wir veröffentlichen jetzt den sogenannten vom Emittenten geschätzten Wert in den Produktinformationsblättern der Anlageprodukte. Das heißt, natürlich ist die erwartete Rendite eines Finanzproduktes ein ganz zentrales, ein ganz wichtiges Kaufkriterium für jeden Anleger. Aber mit dieser zusätzlichen Information bieten wir dem Anleger eine zusätzliche Orientierungshilfe. Er kann mit diesem Wert jetzt sehen, welche Werthaltigkeit dieses Zertifikat hat. Und da haben wir, glaube ich, mit Blick auf andere Finanzprodukte und Wertpapierformen eindeutig die Nase vorn. Und wir würden uns freuen, wenn sich eben auch andere Mitglieder der Finanzbranche hier dieser Initiative anschließen würden. Denn wir glauben, dass diese Information für den Anleger sehr nützlich sein können. Warum generell eine Weiterentwicklung? Sie hatten ja bereits den Derivate-Kodex, also da wurde ja schon viel veröffentlicht. Dachten Sie, da ist noch mehr Transparenz erforderlich, vielleicht jetzt auch wegen Lehman, wo viele doch hinterher ein schlechtes Gefühl hatten? Also zunächst einmal ist in dem Kodex selber angelegt gewesen, die Aufforderung, den an nationale und internationale Gegebenheiten anzupassen und von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Und das haben wir jetzt nach mehreren Jahren gemacht. Und wir haben, denke ich, auch eine ganze Menge an Dingen jetzt festgeschrieben, die für die meisten unserer Mitglieder natürlich selbstverständlich waren. Aber das waren bisher auch Dinge, auf die man sich nicht unbedingt berufen konnte, ob es jetzt klare Begrifflichkeiten für Produkte angeht, ob es eben darum geht, nicht bestimmte Produktmerkmale in den Vordergrund zu stellen, die nur unter unwahrscheinlichen Bedingungen eintreten, oder sei es auch auf den Verzicht auf bestimmte Produkte, zum Beispiel auf Produkte, wenn die höchstmögliche Chance, die sie erreichen können, nicht größer ist als zum Beispiel eine Bundesanleihe mit vergleichbarer Laufzeit. So ist dieses Produkt für den Anleger nicht von Nutzen, und die Branche verzichtet darauf, solche Produkte künftig anzubieten. Das finde ich ist auch ein wichtiger Erfolg. Und wir haben noch eine ganze Reihe an weiteren Regelungen, aber die Kostentransparenz ist natürlich das ganz zentrale Neue, was diesen Fairness-Kodex auszeichnet. Und der Nutznießer, ganz klar, der ist der Privatanleger. Er bekommt mehr Informationen zur Verfügung gestellt, kann das Produkt besser vergleichen. Herr Dr. Knüppel, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne geschehen.